Hallo liebe Freunde der Sonne, heute erzähle ich euch mal ein bisschen was über dieses Terrassendach. Ja, dieses Terrassendach ist ein Aluna-Terrassendach. Aluna bedeutet Aluminium Natur, also die Kombination aus Aluminium und einem natürlichen Material, in diesem Falle Meranti-Brettschichtholz. Das bedeutet, dass wir hier ein Terrassendach haben, welches in seiner Grundkonstruktion aus Holz ist, aber verschiedene Anbauteile sind aus Aluminium. Das hat den Hintergrund, dass ja, ihr ein Holz-Terrassendach haben könnt auf eurer Terrasse, was ja, ein schönes und natürliches Material ist, aber gleichzeitig auch ein pflegeleichtes Terrassendach, weil alle empfindlichen Bauteile eben halt aus Aluminium sind oder mit Aluminium abgedeckt. Ihr könnt das hier in diesem Beispiel auch sehr gut sehen, weil das Ganze zweifarbig ist, nämlich alle Holzbauteile sind in dieser honigfarbenen Lasur beschichtet und alle Aluminiumbauteile sind in diesem dunklen Grau Pulver beschichtet. So könnt ihr sehr gut sehen, was ist hier Aluminium, was ist Holz. Ihr könnt also sehen, dass hier der vordere Querträger und die Dachsparren aus Holz sind. Die Stützen sind aus Aluminium. Warum gerade die Stützen? Weil die Stützen ja sehr viel Regen und Sonne bekommen, also die sind der Witterung ausgesetzt, während hingegen die Dachsparren und der vordere Querträger eben wesentlich weniger Regen bekommen, weil hier oben ist ja das Glas und ja, dadurch kommt da praktisch nichts ran. Auch Sonne kommt hier weniger ran, auch wenn wir ein Glasdach haben, ist es ja so, dass dieses Glasdach ein Verbundsicherheitsglas ist. Und dieses Verbundsicherheitsglas sind also zwei Scheiben, die mit einer Folie verbunden sind. Die sind damit sozusagen zusammengeklebt. Das gibt zum einen die Sicherheit der Scheiben, dass die eben halt nicht einfach durchbrechen können und oder wenn irgendwie da eine Dachpfanne oder ein Stein drauf fällt, dass da eben halt nichts passiert. Aber zum anderen sorgt diese Folie auch dafür, dass das Glas einen sehr hohen UV-Filteranteil hat. Das heißt, ihr werdet unter dem Terrassendach nicht unbedingt braun, aber eben halt auch das Holz ist vor der UV-Strahlung wesentlich besser geschützt. Ja, die Aluminiumbauteile, wir haben die Pfosten, wir haben die Regenrinne aus Aluminium und wenn wir uns das Ganze von der Seite anschauen, dann haben wir hier eben halt auch noch Aluminiumbauteile, nämlich einmal der äußerste Dachsparren und die Stirnseite des vorderen Querträgers ist auch mit Aluminium geschützt. In diesem Falle ist hier noch ein kleines Stück Holz zur Sicht, das ist einfach aus optischen Gründen. Ihr könnt aber auch diese Aluminiumblende komplett runterziehen, dann ist das Ganze auch von der Seite komplett geschützt und ihr müsstet euch um diesen Teil, was die Pflege angeht, auch keine Sorgen mehr machen. Ja, schauen wir uns noch mal ein bisschen das Terrassendach an. Das Dach ist 5,50 Meter breit und 3,50 Meter tief. Wir haben ungefähr 85 cm breite Dachfelder. Und wie ihr seht, ist das Ganze trotzdem auch noch sehr schlank und sehr filigran aufgebaut, weil ja, das Meranti-Brettschichtholz eben ein Hartholz ist und eine sehr hohe Stabilität hat, eine sehr hohe Festigkeit. Und dadurch kann dieses ganze Terrassendach sehr filigran und schick daherkommen, eben halt ja nicht wie man das vielleicht für ein Holzterrassendach üblicherweise denkt, dass es irgendwie klobig ist und klotzig ist, sondern es ist eben halt alles schlank und filigran. Von der Bauart ist das Terrassendach jetzt ja ein komplett offenes Terrassendach, also ohne irgendwelche seitlichen Elemente, ohne Beschattung, aber es ist so konzipiert, dass ihr all diese Sachen jederzeit nachrüsten könnt und anbauen könnt. Das heißt, ihr könnt jederzeit seitliche Fensterelemente einbauen. Ihr könnt jederzeit hier vorne Fensterelemente oder auch eine Schiebetür einbauen. Insbesondere wenn ihr Schiebetüren nachrüstet, ist durch die Konstruktion mit dem Pfosten immer gegeben, dass ihr die Schiebetüren hier drunter bauen könnt und die Schiebeflügel können hier einwandfrei hin und her schieben und sind nicht vom Pfosten blockiert. Deswegen ist der Pfosten so vor diese Traufe gesetzt. Und wenn ihr jetzt eine Beschattung anbauen würdet, dann würde diese Beschattung an den äußeren Träger befestigt werden. Dadurch, dass eine Beschattung immer in Schienen läuft,
würde man diese Schienen hier dran montieren, entweder auf der Innenseite oder auf der Außenseite, je nachdem, ob ihr eine Innen- oder Außenbeschattung nehmen wollt. Ja, würde die Beschattung so an das Terrassendach montiert sein. Ihr habt also bei dieser Bauart immer die Möglichkeit, alles Mögliche nachzurüsten, anzubauen, anzuschrauben. Habt da also ja, volle Flexibilität. Ja, schauen wir uns noch einmal die Entwässerung der Dachrinne an. Kommt mal mit. Die Dachrinne wird in diesem Fall über eine Edelstahlkette entwässert und ja, das Wasser läuft hier in so einen Auffangbehälter. Den könnt ihr dann nutzen, um ja, einfach ein bisschen euren Garten, ein paar Pflanzen zu gießen, zu bewässern. Und ja, man muss natürlich dazu sagen, dass der Wasserablauf an einer Kette nicht perfekt ist. Wenn es jetzt richtig stark regnet, richtig stark windet, dann ist das auch durchaus mal ein bisschen ungenau. Für diesen Fall könnt ihr auch einfach ein Regenfallrohr an die Aluminiumdachrinne bauen. Dieses Fallrohr würde dann hier angesetzt werden und würde dann mit so einem Schwung auf den Pfosten geleitet werden. Es wäre ebenfalls grau, pulverbeschichtet, passend zu der restlichen Konstruktion und dann würde das Wasser entsprechend abgeleitet werden. Ja, das war es soweit zu dem Aluna-Terrassendach. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was so das Prinzip des Ganzen ist und dass euch das Ganze gefällt und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.